und willkommen zurück beim Witcher 3. Ja, wir sind hier auf der Suche, dem Schrein nachzugehen, den wir mal vor einiger Zeit gehört hatten. Eine Stufe 13 Quest. Ich bin gespannt, was uns da gleich erwartet. Ich rechne eigentlich mit dem Schlimmsten. Sieht nach Regen aus. Ein Steintroll. Felstroll. Hallo. Du, Menschling. Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang. Kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich Boote bewachen, Sangre Dania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Das klingt ja spannend. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht, Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um. Auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ja, ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Eigentlich ist das so gefährlich. Ein Menschenfresser-Troll, so nahe an der Stadt. Reichlich riskant. Troll singt so hübsch. Für du, Menschling, undankbar. Und schale so hart, knacken für die Suppe, das dauert. Hey, kurz gucken, was sagt mein Bestiarium? Haben wir da schon irgendwo einen Troll drin? Na, Geister ist er ja auf jeden Fall nicht. Hybriden auch nicht, natürlich nicht. Ogroide müsste das sein. Ja, mal gucken wir einfach mal. Kurz gucken, die Ogroiden. Das sind auch nicht Ogroide, oder? Der irgendwelche. Der kommt schon. Okay, ganz kurz.
nächste Schwalbe hinterher. Ja, komm schon. Mit mir ich dich töten. Wie schmeckt dir das, Silber? Oh, Scheiße. Weg, 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 Geralt. Ah, puh. Felstrolle, dem Bestiarum hinzugefügt. So, mal kurz gucken. Wo ist denn der? Ogroide, war richtig. Quen-Zeichen und das Ogroidenöl. Wir haben jetzt natürlich das Axi-Zeichen benutzt. Quen wäre ein Schutzschild. Und wir haben ein Level-Up. Verbesserte Greifenrüstung, echt? So, finde ein Schiff nach Skellige. Ja, ich weiß, das zeigt er mir immer noch an. Such den Wahrsager, wo ist denn der? Ah, da unten, man sollte vielleicht auch mal auf den Pfeil gucken. Die Wahrheit in den Sternen. Ja, aber sonst besuchen wir, glaube ich, vielleicht doch einfach mal unseren alten Freund. Und dann geht's wieder nach Novigrad. Gucken. Oh. Wunderbar, der ist auch direkt da. Dann geht's zum Dreibergtor. Und ja, dann gucken wir uns ja noch in Novigrad um. Und schauen noch, dass wir mal bei der Hauptquest mal wieder ein Stückchen vorankommen. Echt? So, das Spiel sagt mir, das ist der kürzere Weg. Dass sie gleich nicht vor einer verschlossenen Mauer stehen. Nö. Ah, das Tor des Hierarchen. Neue Markierung. Hm, schön, noch ein Tor. Das Ruhmestor. Da hinten ist dann wahrscheinlich auch noch ein Tor. Das ist natürlich ganz angenehm hier. Ein paar. Hier hinten gibt es wahrscheinlich auch noch mindestens eine Schnellreisemarkierung. Ein paar mehr Markierungen zu haben bei Novigrad, weil es ja doch recht groß. Die Götter haben das Wehklagen des Landes erhört, das lange warten hat endlich ein Ende. König Radovid wird den Norden retten. Ja, mal schauen. Abgeschlossen. Schon wieder Regen, verdammte. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer! Wir wollten nur... Ist mir scheiße! Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt! Ich hoffe, wir werden etwas freundlicher empfangen. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Oh, mit Vergnügen. Schwer zu rennen.
nochmal? Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Verden nie verlassen. Ich sagte doch, das ist eine scheiß Adresse. Weg hier! Na also, das lief gut. Jo. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Und dies und das. Ach. Es geht um Ciri. Erzähl mir doch gleich direkt die Wahrheit. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nee, das sagen wir alle. Aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Warum? Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Ich wahrscheinlich. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. So, ich will mal eben hier. Wenn ich hier bin. Zack. Zack. Was haben wir überhaupt da drin? Ein paar Sachen auf die Truhe. Was heißt auf in die Truhe packen? So, dann wollen wir doch hier mit unseren Hexersinn. Der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der 7 Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Moment. Ehrlicher Balladenwettbewerb Silberner Lorbeer, verliehen an Meister Rittersporn. Durch Prinz Herewart höchst selbst und das Fest, auf dem hinterher die Preisträger gefeiert wurden. Rittersporn brachte einem Schwein das Jod. Ah, dann mal was. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Hä? Sein Terminkalender. Offenbar nimmt Rittersporn das Kneipengeschäft ernst. Und ob, er gibt sich wirklich Mühe. So engagiert habe ich ihn noch nie gesehen. Ist doch schön. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Ah, eifersüchtig. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Ja, ja. Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind.
tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Lies Rittersporns Terminkalender. Das machen wir gleich. Aber erst nachdem wir einmal hier uns bei unserem guten Freund etwas umgesehen haben. Ich glaube, ich könnte auch gut ein Entrümpelungsunternehmen sein. Meisterentrümpler Geralt. Sie haben Scheiß, den Sie nicht mehr brauchen. Ich nehme ihn mit. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Und es ging noch eine Etage nach oben, wenn ich mich nicht irre. Ein Schlüssel. Gut, lies Rittersporns Terminkalender. Rosa Veratre. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großem Garten in Gildorf. Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, Liebesrauch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Lesbula, obgleich schüchtern ihr Blick keine Liebschaft sie scheut und mein Herz ihr schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut. Marabella. Himmlisch tönt ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen, doch auf der Bühne vor Laubenschnarchen ist's kaum zu hören. Elial, ein seltsames Wesen von zwiefacher Art, gibt ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Ja, dann reden wir doch mal zuerst mit dem guten Soltan. Hallo. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Nee, das habe ich gemacht. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt. Wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Baatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Na schön, aber Baatre, ist ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysimar kurz mit ihm gesprochen. Mhm. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Ein Lehrer, meine ich. Okay. Was kannst du mir zu Elihal sagen? Ein seltsames Wesen von... Das überspringen wir mal gleich. Aha. Von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Finderbeer wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum?
Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Sehr schön gesagt. Was kannst du mir zu Molly sagen, den Text wie üblich? Zwar kennt sie gut den Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Ja, was kannst du mir zu Marabella sagen? Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Was kannst du mir zu Vespula sagen? Vespula kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Gut, dann weiß ich jetzt alles, was ich wissen will und auch mehr. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Ja, dann geht es jetzt zur Vespula. Krieg dich ein, Mutant! Aber ich glaube, so richtig kümmern wir uns da erst in der nächsten Episode drum. Ich bedanke mich erstmal für euer Interesse und sag bis dahin.